Leute, lang haben wir nichts mehr gehört von der guten alten Aline Bachmann. Der gute alte Just Nero, wir warten immer noch auf sein Payback Teil 10, hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Aline Bachmann pöbelt mich wieder an, statt ihre Gerichtsschulden zu zahlen. Payback 9.6. Auf entspannten, zurücklehnenden Hasen. Let's go. Übermäßig auf Krawall gebürstet, was heißen soll, mich dürstet es danach, jemanden gehörig zusammenzufalten. Doch wen? Mir ist heute so warm, warte mal. Perfekt. Alle Tage wieder denkt sich unsere bonierte Lieblingsinfluencerin, sie könne mal wieder ein Schnippchen schlagen und ihren garstigen Kritikern zeigen, wo Pepe die Locken hat. In aller Regelmäßigkeit legt sie dabei eine derartige Hybris an den Tag, dass ich so richtig Puls bekomme. Wenn dann auch noch mehrfach mein Name fällt und ich sogar persönlich Ziel ihrer plumpen Pöbelparade werde, plus sie dann auch noch einen direkten Angriff in den magischen Zylinder feuert, ist das die perfekte Beschwörungsformel für so ein Video von mir. Verfolger dieser absurden Shitshow werden sich freuen, es geht mal wieder um den Rechtsstreit zwischen ihr und mir. Leuten, denen das Thema auf den Sack geht, klicken immerhin auch auf dieses Video, um mir mitzuteilen, dass sie keinen Bock darauf haben. Hilft auch. Ey, komm schon, an der Angelegenheit hier hat ein exorbitanter Teil meiner Community großes Interesse, also warum? Ja, diese Menschen verstehe ich nicht. Wie hobbylos musst du sein, wirklich? Wie wenig Qualität, wie wenig Spaß muss dein Leben machen, dass du siehst? Ey, da hat so ein Video hochgeladen. Du extra draufklickst, obwohl es dich nicht interessiert, dann schreib ja, wieso wieder sowas? Das interessiert mich nicht. Lack, du netter Mensch. Warum klickst du dann drauf, wenn dich das nicht interessiert? Geh dich doch weiter von... Netter Mensch. Netter Mensch. Ein bisschen Etikett bewahren. Wo wir gerade dabei sind, liked mal alle dieses Video hier. Ansonsten steht Aline nämlich um 3 Uhr nachts vor eurem Bett und fächert euch mit Geldscheinen Wind zu. Das könnt ihr nicht wollen. Also wenn jetzt nicht jeder einzelne liked, dann weiß ich auch nicht. Habe ich Fragen. Ihre Freundin war mir bis dato kein Begriff und ich möchte anmerken, dass das aus Pulsgründen auch gerne hätte so bleiben können, aber das war mir wohl nicht vergönnt. Ihre Freundin redet ungewöhnlicherweise sogar mehr als Labaline Schnackmann. Gucken wir uns aber trotzdem an, weil A, inhaltlich nimmt sich das nicht wirklich viel und B, Alter, sie ist mit Aline live, verteidigt und supportet sie und pöbelt in meine Richtung. Natürlich schnüre ich ihr da ein Päckchen draus. Dann tun wir uns den Hokuspokus mal rein. Ich hab Schulden, warte mal, mir ist heute so warm, warte mal. Jazz, auch das hat hier nichts verloren. So eine Scheiße will ich hier auch nicht lesen. Das war auch diesbezüglich dein letztes Kommentar. Du bist für diese Geschichte hier gesperrt und stumm geschaltet. Das geht dich nämlich einen Scheißdreck an. Das war der Auslöser für diese Clowns-Fiesta. Alines Freundin hat den Bannhammer geschwungen, der anscheinend, wie es auf mich wirkt, ziemlich griffbereit liegt, weil jemand Aline darauf hingewiesen hat, sie möge doch mal bitte endlich ihre Gerichtsschulden bei mir tilgen. Hier fliegt ein Käfer rum. Oh, fuck mich doch nicht ab. Was ihre Freundin damit bezwecken wollte, verstehe ich nicht so ganz. Sie merkte ja an, dass das Thema im Stream nicht zu suchen habe, weil das ja alles Privatsache wäre, tatsächlich sogar. Macht das Ganze dann aber monologartig 6 Minuten zum Thema und redet selber über nichts anderes mehr. Ganz davon abgesehen, dass das Fass von Charlene BWL-Mann höchstpersönlich in aller Öffentlichkeit aufgemacht wurde. Also kann es auch gerne da bleiben. Verstehe ich jetzt nicht, wieso du den Kommentator dafür gebannt hast, nur weil er mal ein bisschen Glotzi-Glotzi in die Büchse der Pandora machen wollte und du das Ding einen Augenblinzer später in Gänze aufreißt. Da frage ich mich an der Stelle einfach nur noch... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Dankeschön an meine Modis. Sowas wird hier stumm geschalten. Geht hier kein was an. Unser Privatleben auf TikTok, Leute, geht euch einen Scheißdreck an. Ja, okay, aber warum posaunt ihr euer Privatleben dann nach außen? Das ergibt keinen Sinn. Warum machen das diese TikTok-Battle-Battle-Streamer-Knallis eigentlich immer wieder? Die posaunen ja nicht alles aus ihrem Privatleben nach außen, nur die schönen Sachen. Ein Fetzen ihres Privatlebens anreißen und dann auf Nachfragen empört reagieren, das geht euch gar nicht an. Was hat die denn geschrieben? Scheißegal, was die geschrieben hat, uninteressant. Okay, ist egal und uninteressant. Thema sollte dann ja beendet sein. Was macht sie einen Augenblick später? Oh, ups. Alles klar. Ich habe mir so ein Pokémon Go Plus Ding gekauft und das vibriert gerade. Interessant. Halt die Klappe. So, wo war ich stehen geblieben? Ist egal und uninteressant. Thema sollte dann ja beendet sein. Was macht sie einen Augenblick später? Ach, so eine Beschmierte, die gesagt hat, Just Nero, du sollst erstmal die Kosten bezahlen. Hat doch hier nichts verloren. Denkt sie eigentlich auch darüber nach, was sie redet? Oder sprudeln die Worte einfach nur aus ihrem Mund heraus? Die widerspricht sich auf diese Art alle paar Sekunden. Die Hälfte des Streams geht darum, dass es in ihrem Stream nicht darum gehen soll. Als nächstes redet sie darüber aus dem Nichts, dass wenn Aline nicht zahlen kann, sie dann auch nicht zahlen muss. Weil... ja, so läuft das halt, ne? Man braucht schon wirklich super Dragon Ball große Eier, um diese absurde Dummheit offen ins Internet zu plöken.
Mir persönlich geht es auf die Eier, wenn man so ein Dösbaddel ist und sich für denjenigen hält, der die Weisheit mit dem Eierlöffel gefressen hat. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert hat? Dieser Sound, den er eingeblendet hat von Dragon Ball, an meine Vlogs. Und hiermit empfehle ich euch, checkt meinen Hauptkanal ab. Ich lade da regelmäßig Vlogs hoch. Der letzte war von der Gamescom 2023. Da bin ich auf die militante Veganerin gestoßen. Ich hoffe, dass du vor allem jetzt nicht kannst. Ich werde ab jetzt nur noch Döner essen. Also, ich meine, wenn ich sündige, dann einmal die Woche Döner. Döner ist kein Fleisch, dann auch kein Döner. Ab heute kein Döner, Leute. Mir ist Sucuk-Tasche geholt, hab's. Dankeschön. Ja, es war lustig. Sie findet das jetzt im Nachhinein nicht allzu lustig. Schaut einfach selbst. Es geht mir auf die Eier. Was nicht geht, geht eben nicht, Leute. Wir haben auch noch andere Kosten, die wir decken müssen und zahlen müssen. Nicht mein Problem. Wenn man so dämlich ist, jemanden öffentlich vor einem Hunderttausender-Publikum Straftaten wie Swatting, unrechten Zugriff auf Digitales und etliche andere Angelegenheiten vorwirft, die geeignet sind, den Ruf von mir herabzusetzen, muss man halt auf die Kelle, die zurückkommt, klarkommen. Wenn du das nicht möchtest, halt einfach die Fresse. Das, was Aline gemacht hat, war Verleumdung, weil sie ganz genau weiß, dass ihre Tatsachenbehauptungen unwahr waren und nur dazu dienten, mir zu schaden. Versucht jemand, meinem Ruf zu schaden, feuer ich halt zurück. Erst recht, wenn mir die Person so lieb ist, wie ein Warnkampf auf dem Donnerbalken. Vor allem muss man sich überlegen, ich war ja letztens wieder auf TikTok und mir wurde tatsächlich ein Livestream von Aline Bachmann empfohlen. Sie hatte über 10.000 Zuschauer. Das ist maximals Barello-Niveau. Und da war sie am Rumheulen. Irgendetwas ist passiert. Ich wusste nicht genau was, weil ich habe direkt weggeklickt. So einen Menschen will ich keinen Support da lassen. Aber dass es da tatsächlich in der kurzen Zeit, wo ich mich drin befand, so viele Mädels gab, und das waren alles nur Weiber, die sie da unterstützten, von wegen, hör auf zu weinen, lass den Kopf nicht hängen, wir stehen hinter dir, war mehr als erschreckend. Ist klar, dass solche Leute sich Videos von einem Just Nero oder mir nicht angucken. Aber irgendwie muss man doch auch diese Personen erreichen können. Dann auch gerne mal aus allen Kanonen rohren. Wäre wenigstens das Nachtatverhalten angemessen gewesen und sie hätte ihre Fehler eingesehen und sich entschuldigt. Hätte ich ihr trotzdem nicht verziehen und hätte weitergemacht, ne? Aber sie hat dann ja auch noch das hier vom Stapel gelassen. Ich schwör's dir, ne? Ich bin jetzt ehrlich zu dir, vor 1000 Leuten, wenn du noch einmal den Namen von diesem Bastard aussprichst, ich schwör's dir, das ist ein Bastard, hat meine Mutter einen Leichenwagen bestellt, dann gehe ich über Leichen. Ich bin jetzt mal darauf gespannt, was sie zu sagen hat, wenn Aline nicht zahlen kann. Was nicht geht, geht eben nicht, Leute. Wir haben auch noch andere Kosten, die wir decken müssen und zahlen müssen. Und wenn jemand sich damit nicht zufrieden gibt, dann muss er halt Göttjalama machen. Verstehst du? Ist so. Also, wenn sie nicht zahlen will oder kann, soll ich mich damit zufrieden geben oder sie am Arsch lecken? Diese Dame hat ein äußerst ausgeprägtes juristisches Verständnis. Das Gericht, welches eine Nichtzahlungstilgung mit der Begründung kein Bock, muss nur andere Sachen zahlen, akzeptiert, darfst du mir auch gerne mal zeigen. Gerichtsschulden sind eintreibbar. Da kann dann irgendwann so ein netter Mann kommen, der in der Regel diese wunderbaren rot-weißen Sticker mit dem Schriftzug Pfandsiegel dabei hat. Kenn ich gar nicht, noch nie gesehen. Aber falls es sowas tatsächlich geben sollte, dann wird alles bei ihr in der Wohnung damit bestückt. Am allerliebsten wären wir, wenn die ihr Handy damit bestücken würden oder es direkt mitnehmen würden. Nein, die Sticker wieder abzuknibbeln ist keine adäquate Lösung des Problems, sondern strafrechtlich relevanter Siegelbruch. Muss man ihr anscheinend erklären, bei den wilden Jura-Takes, die sie von sich gibt. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich so ein wenig garstig angehaucht wirke, ich habe es nicht so gerne, wenn man mir sagt, ich solle jemanden am Arsch lecken, weil ich meine gezahlten Anwälte und Gerichtskosten, die mir zustehen, zurückverlange, die ich nicht verschuldet habe. Dummes Gelaber immer. So wie deins? Menschen dann von außen reinkommen. So wie du gerade? Von nix, von Tun und Blasen keine Ahnung haben. So wie du gerade? Und dann erzählen, was wir zu zahlen haben und was nicht. Er hat doch recht, sie hat das Eilverfahren krachend verloren und ich habe die einstweilige Verfügung gegen sie. Das hat sie öffentlich schon angesprochen, das habe ich öffentlich schon angesprochen, ist also gänzlich bekannt. Was laberst du denn für eine gequirlte Scheiße? Meinst du nicht, es ist ein wenig dünnes Eis, anderen zu unterstellen, sie würden von Themen reden, von denen sie offensichtlich keine Ahnung haben? Also manchmal muss ich ja ganz ehrlich sagen, feiere ich dich. Obwohl ich dich ja nie leiden kann. Warum? Hier ist alles voller Scheiße! Kacke! Also erstmal, warum streamst du mit ihr, wenn du sie nicht leiden kannst? Die beste Frage, die ich dieses Jahr gehört habe und ich will sie euch mal kurz beantworten. Money, money, money! Verkaufen doch für Geld sogar ihre eigenen Eltern. Ach ja, Zweckgemeinschaft, um doch noch irgendwie Kohlen ranholen zu können, von denen man vielleicht doch mal die Schulden tilgen kann. TikTok-Niveau halt. Wofür feierst du sie? Es sind
2 Minuten im VOD vergangen und sie hat keinen richtigen, geschweige denn einen geraden Satz herausgebracht und nur über mich vom Leder gezogen, weil ich mein Geld haben möchte. Wenn jemand bei dir Schulden hat, willst du die, ich denke, auch mal wieder haben, oder? Sonst würdest du dich ja nicht für ein bisschen schnöden Mammon der Lächerlichkeit preisgeben und online mit Aline um die Wette betteln. Tippen, tippen, liken, liken. Scheiße, man merkt, dass ich heute übellaunig bin, ne? Und Aline, bitte lass das mit diesem Durstlöscher bleiben. Ich hasse Essens- und Trinkgeräusche, erst recht, wenn die so demonstrativ sind wie du gerade. Gänsehaut, dann soll er lieber nicht meine Reaktionen gucken. Wobei ihr heute ja verschont geblieben seid, weil irgendwie, ich weiß nicht, ist mir nicht danach zu essen. Irgendwie habe ich gerade Bauchknurren, Bauchdings. Ich glaube, ich habe mich auf der Gamescom angesteckt. Aline, hör auf damit. Das musste jetzt kein zweites Mal sein. Nein, nein. Herrgott nochmal, warum bist du eigentlich so bärstig? Das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich muss mir das reintun, also müsst ihr das auch. Wieso hänge ich schon wieder? Booster, Leute! Booster! Wir haben den Booster! 25 Sekunden, heute könnte die mal 5 sein, Amanaul. Seri, Finn, Dankeschön. Leute, wir haben den Booster. 18 Sekunden noch. Mach doch mal was. Wir haben den Booster. Ines, Janett, Dankeschön. Geht es wirklich in jedem TikTok-Match so peinlich, so zum Fremdschämen, so impertinent vor? Wer guckt sich so eine Scheiße freiwillig an und schmeißt Aline plus Entourage dann auch noch Kohlen dafür in den Rachen? Also, wir sind unsere Gesellschaft ist wirklich am Arsch. Jeder hat doch irgendwelche Sachen zu bezahlen, mein Gott. Wir sind doch keine Kapitalisten. Wir haben Miete zu bezahlen, Strom zu bezahlen, Hundefutter zu bezahlen. Hat Aline wieder Hunger oder was? Also Spaß beiseite. Vorbei, ich bin draußen. Der Junge ist heute maximal aggressiv. Er ist richtig im Mazdak-Modus und ja, ich muss sagen, das gefällt mir. Boah, darf er so, Aline? Der hat dich gerade einen Hund genannt. Kurze Frage. Hast du eigentlich eine Ahnung von den Begriffen, die du da so um dich schmeißt? Oder benutzt du die einfach nur, um so zu wirken, als hättest du was zu sagen, ohne etwas zu sagen? Ein Kapitalist ist, wer seine Rechnungen bezahlen kann. Oder was möchtest du damit jetzt ausdrücken? Ein Kapitalist ist, wer Geld hat. Ich dachte immer, jemand ist ein Kapitalist, wenn er über ökonomische Werte, auch Kapital genannt, verfügt, die dafür genutzt werden, einen vergrößerten Wert zurückzuerhalten. Aber je mehr man weiß, Weisheiten mit Alines Freundin. So, und wenn der ein oder andere meint, der hat jetzt irgendwie, muss sich jetzt bei uns was holen, ja, dann mach doch. Wenn man schon Raten anbietet, dann muss man sich damit auch zufrieden geben. Wenn man aber alles verlangt, muss man Pech haben, wenn man gar nichts mehr bekommt. Könnte diese Frau vielleicht mal für eine Sekunde aufhören, dummen Bullshit zu faseln? Ich soll mich damit zufrieden geben, wenn ich nur Raten bekomme. Nee, muss ich nicht. Solange das Gericht das nicht sagt, muss ich das nicht. Mach ich auch nicht. Jetzt erst recht nicht. Ey, die erzählt wirklich, wenn man nicht Ja und Amen zu Ratenzahlungen sagt und sich auf der Nase herumtanzen lässt, hat man das Recht, die Zahlung gänzlich zu verweigern. Ich erkläre gleich nochmal, wie Raten funktionieren. Da kommt die nämlich auch nicht so ganz hinter. Ich würde darauf ja gar nicht eingehen, aber dieses absurd groteske Dummgeschwafel, das macht mich so sauer. Ohne Witz, mich triggert Dummheit einfach. Die stellt mich ja schon fast als Schuldigen hin für ihre Straftaten. Willst du mich verarschen? Hätte sie sich vorher überlegen sollen. Wenn man Äußerungsdelikte begeht, muss auch jedem bewusst sein, dass es Konsequenzen hat. Als nächstes wird mir erzählt, ich solle niemanden dazu nötigen, die 3 Finger zu heben, sprich die Schwurhand zu machen, weil sonst bekomme ich gar nichts. Nötige niemanden die 3 Finger zu heben. Nötige niemanden die 3 Finger zu heben, weil sonst kriegst du gar nichts. Was ich nicht so ganz verstehe, was hat jetzt der Eid damit zu tun? Die Vermögensauskunft hätte sie schon leisten müssen, hat sie aber halt nicht getan. Und ich verstehe auch nicht, warum ich dann gar nichts bekommen sollte. Effektiv sagt sie ja, fordere niemanden dazu auf, deine Schulden zu bezahlen, denn sonst bekommst du sie nicht. Und Aline stimmt dem übrigens zu. Ist aber auch nicht das erste Mal, dass sie die Zahlung verweigert. Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, aber sie mahlen. Stetig und kontinuierlich. Alles menschlich. Niemand kann niemanden zwingen, irgendwas zu bezahlen. Boah, danke. Hättest du mir den Tipp mal früher gesagt, ey, dem Finanzamt, dem hätte ich es aber so richtig gezeigt. Ja, das ist halt auch die Gefahr daran, solchen Leuten zu folgen. Ihr hört das? Ihr denkt euch, boah, krass, die ist so gebildet, die hat Ahnung. Es wird schon stimmen, was sie da sagt. Und höchstwahrscheinlich folgen denen halt nicht unbedingt die gebildetsten Menschen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum die überhaupt Follower haben. Die nehmen das Ganze dann für bare Münze, handeln halt auch danach. Nö, ich kann jetzt nicht oder ich will jetzt nicht, dann zahle ich auch nicht. Naja,
Und wenn dann die Realität dieser Gesellschaft die einholt, sieht es nicht mehr ganz so geil aus. Kannst du dann solche Influencer zur Rechenschaft ziehen? Nein, eben nicht. Deswegen sind Leute wie Just Nero und Co. wichtig, die ganz genau darauf achten, was solche Influencer fabrizieren und dann schön mit so einem kleinen Stöckchen auf die Patschehändchen hauen und die zumindest videotechnisch ermahnen, es doch bitte sein zu lassen. Als nächstes erzählt sie mir dann, wenn ich sie dazu bringe, die drei Finger zu heben, kriege ich Arsch von ihr? Oder was auch immer das hier heißen soll? Ein Danke. Ich weiß auch gar nicht, warum sie sich da jetzt einmischt und denkt, sie müsste mit mir reden. Ich habe doch gar nichts mit ihr am Hut. Deswegen ignoriere ich den größten Teil von ihrem Gesabbel jetzt und fokussiere mich mal auf das, was Aline noch zu sagen hat. Oder zu tun hat. Es wird nämlich jetzt wild, Freunde. Sagen jetzt, ich habe Schulden? Warte mal. Mir ist heute so warm. Warte mal. Boah, ist mir heute warm. Ich habe was? Ich habe Schulden? Boah, ist mir warm. Oh, was? Warte mal, wie viel sind das? Was haben die gesagt? Ich habe Schulden. Witzig bist du. Die kann sich glatt mit Theo Strattmann zusammentun. Warte, ich fix das mal für dich. Aber danke für den Ausschnitt. Der in Kombination mit dem Ausschnitt von dir, in dem du bestätigst, dein Geld vor Zahlungen, die du zu tätigen hast, inklusive Finanzamt maybe, wer weiß, zu verstecken, kommt dem weiteren rechtlichen Verlauf unseres Disputs sicherlich zugute. Das ist etwas, was mich wirklich maximal abfuckt. Die Gesellschaft, in der wir leben, das Rechtssystem, alles drum und dran, ist eigentlich ziemlich nice im Vergleich zu anderen Staaten, die ich in meinem fast 40-jährigen Leben bereisen durfte. Also wie gesagt, ich kann jetzt hier nur über die reden, die ich auch selber gesehen habe. Und Deutschland ist safe unter den Top 5 mit dabei, was das Gesamtsystem angeht. Es ist nicht perfekt, ja, aber es ist auf jeden Fall benutzerfreundlich, wenn man das jetzt auf die Bürger und Bürgerinnen bezieht. Trotzdem gibt es das ein oder andere, was mich übertrieben abfuckt, wie zum Beispiel im Fall von Aline Bachmann und diversen anderen TikTokern da draußen oder allgemein Influencern. Die kommen jedes Mal mit ihrer Scheiße durch, erstens. Zweitens habe ich das Gefühl, dass die meisten von denen keine Steuern zahlen, es noch nicht mal angemeldet haben, dass sie über Social Media Geld verdienen. Da muss der Staat doch dahinter sein. Ich raff das einfach nicht, wie lange die mit ihren Maschen durchkommen. Vor allem scheinen die Strafen ja so harmlos zu sein, dass sie seit Jahren schon nicht damit aufhört, sich so zu benehmen, wie sie sich benimmt. Ich meine, wenn du Schulden hast und du musst diese Schulden zahlen, weil du ein Gerichtsverfahren verloren hast, dann wäre es doch das allerallerletzte, dass ich mich hinsetze in einem TikTok-Livestream, von dem ich weiß, dass es aufgenommen wird, um dann mit Geld zu prahlen, was ich angeblich nicht habe. Also was für Minderwertigkeitskomplexe muss diese Person besitzen, dass es ihr rein psychisch nicht gut zu gehen scheint, merkt man doch allein an so einer Aktion. Trotz der Tatsache, dass sie sich damit selbst ins Bein schießt, ist ihr das Ansehen gegenüber ihrer meist dummen Fans wichtiger, also was sie von ihr halten, ist ihr wichtiger als die Konsequenzen, die sich durch so eine Aktion ergeben könnten. Aber eher weniger für deine Seite. Hätte wer meiner Wenigkeit erzählt, dass mir mal ein Gegner in einem Rechtsstreit Geständnis und dann auch noch ein Beweisvideo liefert, das Ganze aber abstreitet hinterher, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber Aline, die macht alles möglich. Im Übrigen, Gerichte finden es jetzt nicht unbedingt so toll, wenn du dein Geld vor denen versteckst. Das weißt du schon, oder? Du hast ja nicht nur bei mir persönlich Schulden und nicht nur gegen mich vor Gericht verkackt. Ich muss mal an der Stelle mal ganz kurz was sagen. Bitte nicht. Wenn es Gerichtskosten von einem Nero gibt, dann zahle ich die mit Raten ab. Warum sollte ich dem gleich das ganze Geld zurückschmeißen? Ich habe auch Gerichtskosten. Mit manchen Leuten, da zahle ich gerne mein Geld sofort pünktlich zurück. Aber es gibt manche Dinge, da zahle ich mein Geld halt nicht gerne pünktlich zurück. Das kann die nicht ernst meinen. Das kann die nicht ernst meinen. Denkst du wirklich, du entscheidest, wie das Geld zurückgezahlt wird? Du bestimmst wann, du bestimmst wie? Ich erkläre dir das mal. Um eine Geldstrafe in Raten zu begleichen, muss gemäß § 42 StGB nachgewiesen werden können, dass die sofortige Zahlung aufgrund persönlicher und oder wirtschaftlicher Verhältnisse nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall kann bei der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Antrag auf Ratenzahlung gestellt werden. Es gibt da drei Punkte, die du zu beachten hast, wenn du eine Ratenzahlung beantragen möchtest. Erstens, die Gründe für eine Ratenzahlung sollten sachlich und detailliert wiedergegeben werden. Ich habe keinen Bock, ist weder ein sachlicher noch ein adäquater Grund für eine Ratenzahlungsbeantragung. Zweitens, die Geldstrafe selbst sollte nicht in Frage gestellt werden. Sie hat sie ja nicht nur in Frage gestellt, sondern mehrfach live mit Beweisvideo, welches ich habe, verleugnet.
Drittens, Beilegen eines klaren Nachweises, zum Beispiel in Form eines Gehaltsscheins, dass die Einmalzahlung nicht erbracht werden kann. Du hast dir gerade ganz schön vor den eigenen Karren gepisst. Merkst du selber, oder? Denkst du, selbst wenn du das Gericht so belügen könntest, dass sie dir glauben, dass dir eine Einmalzahlung nicht zuzumuten wäre? Denkst du, ich würde dieses Video dann hier nicht einreichen? Diesen Ausschnitt, wo du mit deinem Bargeld flexst und sinngemäß sagst, ich könnte das ohne Probleme zahlen, mache ich aber nicht? Wo wir gerade dabei sind, lese ich dir auch nochmal kurz die Konsequenzen bei Nichtzahlung vor. Da seht ihr es wieder. Also ihr geht's gar nicht gut. Man sollte ihr das Internet verbieten. Wirklich intelligent scheint sie auch nicht zu sein. Zumindest unterliegt ihre Intelligenz dem Drang danach, sich selbst nach außen hin präsentieren zu müssen. Von daher, ich halte immer noch stark dran fest, sollte man Menschen wie ihr, und davon gibt es ganz, ganz viele, denen die Öffentlichkeit anscheinend nicht so gut tut, diese Öffentlichkeit auch entziehen. Weil sowohl die Öffentlichkeit tut denen nicht gut, als auch die tun der Öffentlichkeit nicht gut. Es wird nicht sofort die gleich genannte Konsequenz erfolgen. Dafür müsste man schon mehrfach die Zahlungsaufforderung versäumt haben. Aber wie lange renne ich dir nochmal gleich wegen des Geldes hinterher? Zitat: Wenn Sie die zu begleichende Geldstrafe nicht ausgleichen, werden Sie zur Ersatzhaft geladen. Kommen Sie dieser Ladung nicht nach, ergeht schließlich ein Haftbefehl wegen nicht gezahlter Geldstrafe. Das kannst du nur durch Tilgung abwenden. Weiter das bockige Kleinkind spielen wird dir nicht auf ewig helfen. Das ist einfach nur Problemverlagerung auf Zukunfts-Aline. Die letzte Option zur Zahlungstilgung wäre übrigens, Kontakt zum Gläubiger aufzunehmen und mit ihm reden. Und ich sag mal, wie es ist, ne? Nach so einer Shitshow nehme ich bestimmt keine Rücksicht. Gut, hätte ich auch so nicht getan. Und der andere Gläubiger wäre in dem Fall das Gericht und ich bezweifle, dass die da anders eingestellt wären. Erst recht, wenn du die ständig mokierst und ihre Entscheidung aberkennen willst. Hast du schon gehört, dass ich mein ganzes Geld in die Türkei geschmuggelt habe? Nee, das habe ich noch nicht gehört. 20.000 oder 25.000 habe ich in die Türkei geschmuggelt. Kannst du gar nicht. Denn wer sowas erzählt, ich sage euch Leute, totaler Blödsinn. Ich sage euch auch warum. Weil Deutschland, Türkei kooperiert mit Deutschland. Ja, ja, bla bla. Türkei und Deutschland kooperieren nach ihrer Aussage in dem Sektor. Aber erklär mir mal, wie du das hier damit entkräften möchtest. Läuft bei dir, natürlich läuft bei mir. Man muss nur wissen, wie man sein Geld irgendwo versteckt. Wenn man jemanden provozieren will, sollte man eventuell auch Oberwasser haben. Ich war, mein Lieber. Naja, sehr, sehr traurig und sieht nicht gut aus für die gute alte Aline. Da hat sie sich mit dem Falschen angelegt. Und im Leben gibt es immer einen Menschen, der der Falsche ist, mit dem man sich nicht anlegen sollte. Das ist eine der Stärken, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, wenn es darum geht, im Leben zu überleben. Zu wissen, wann genug ist und wann man die Handbremse ziehen sollte. Weiß sie anscheinend nicht. Naja, sie reitet sich immer weiter in die Scheiße. Just Nero holt das maximal zum Nutzen aus der ganzen Situation raus. Ich sehe ihn absolut im Recht. Von daher gibt es hier nichts zu beanstanden. War wie immer ein Top-Video. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt schön, denkt immer daran. Auch in euch steckt ein kleiner Mastak.